Die Spuckos bleiben schon viel hängen, ne? Großen und kleinen Träumer da draußen, hier ist irgendwie, der Agrovogel ist immer noch da, dabei wollten wir hier weg. Und unsere Saurier haben da vorne einen Fisch, ich zerlege jetzt den Fisch aber. Also, das mache ich jetzt. Also, ich bin natürlich nicht alleine, Lisa ist natürlich noch mit am Start und irgendwie... Ist Sparky gerade gestorben? Ja, ich glaube, Sparky ist gestorben. Na... Nein, aber warum sind die denn da runtergesprungen? Wir haben doch gar nichts angegriffen. Aua, was greift mich denn an? Da ein ist Fisch, so ein Fisch. Warte, ich komme. Das ist so ein Piranha oder so. Willst du es mit der Zwille hier, ne? Also das ist doch, was ist denn das für eine Expedition? Wir verlieren unseren Spukosaurier auch an so einem Piranha, glaube ich. Ist dir mal aufgefallen, dass wir alle Spukosaurier irgendwie verlieren? Und wo, alles? Und wo ist aber Mr. Green? Da hinten kämpft er. Da hinten kämpft er mit irgendwas, warte ich. Also was ist denn hier los? Was kämpft denn Mr. Green? Kämpft der ist immer noch hinter dem Vogel hinterher. Mr. Green, jetzt reicht's. Warte. Es reicht jetzt. Mr. Green. Genug gekämpft jetzt. Krieg dich mal ein. Nein, komm, was Mr. Green. Hat er mich jetzt angegriffen? Nee, ich glaube, Mr. Green hat einen verpult gekriegt. Komm, Mr. Green, wir fahren jetzt. Ich habe aber auch einen mitgekriegt. Also dieser Vogel. Kommt alles schnell Fisch. Aufs Floß. Aua! Aua! Auf einmal ist Blut aus mir rausgespritzt. Mr. Green, jetzt komm hier ruf. Ich kann hier nicht ins Wasser, da sind Piranhas. Mr. Green, kommst du jetzt her? Warte, ich fall los. Dann kannst du gehen. Mr. Green, komm mal zu Mami. Das geht hier nicht gut. Also ich muss jetzt auch mal einen Schluck essen. Einen Schluck essen, nee, ist schon. Einen Schluck essen, ja. Ist gut. Ja, komm her jetzt, Mr. Green. So, und jetzt lauf hier eine Kurve. Die Spuckos bleiben schon viel hängen, ne? Also muss man schon wirklich leider sagen. Die bleiben sehr viel hängen, da muss man echt gucken. Ich habe aber jetzt auch kein Fleisch oder so. Warte, du hast mich verloren. Warte, ich möchte noch eben auf nicht folgen, nichts angreifen. Einfach nur da sein. Also. Mach das. Mann. Also wir sind ja sehr weit gekommen in unserem Ausflug hier. Aber Piranhas gibt's auch. Siehst du wieder was dazu gelernt? Es gibt komische, merkwürdige Vögel, die uns nicht gut gesonnen sind. Und Piranhas, die auch ziemlich uncool sind. Und ich glaube, wir lassen die Insel mal in Ruhe. Ja. Nichts für jetzt uns. Das ist ja echt gefährlich. Ja. Wir brauchen auf alle Fälle ein paar Fasern, damit wir Sachen reparieren können, vielleicht. Wäre vielleicht nicht schlecht. Das könnten wir da an Land holen, da drüben. Die Frage ist, was da wieder für Viehzeug auf uns wartet. Warte, wir sind. Einbahn. Einbahn, wie nennt man das? Einbahnwasserweg, glaube ich. Oder ist da vorne ein Durchgang? Ich sehe das leider auch nicht, aber du kannst ja mal hier links an Land fahren eigentlich. Oder hier anhalten bei dem Bronto. Einfach, dass das wir... Das ist ein Haus. Ein Haus? Fahren zu diesem Haus. Ach, das ist das, wo ich ganz am Anfang von Ark dein Haus gesucht habe. Da habe ich mich immer hier wiederbeleben lassen, weil du gesagt hast, dass du hier irgendwo in der Nähe warst. Und da bin ich auch ein paar Mal bei dem Haus rausgekommen, was hier ist. Aber da kommen wir nicht rein. Wir können die Tür aber kaputt machen. Wir können doch nicht so gemein sein. Warte, ich nehme Mr. Green mit. Mr. Green, du darfst mir wieder folgen. Und du darfst mein Ziel angreifen, aber sonst auch bitte nichts. Das ist hier voll Regenwald Kulisse, ne? Geräuschkulisse. Nee, man kann nur anklopfen. Okay. Ja, dann lassen wir das. Dann würde ich sagen, holen wir jetzt mal ein paar Fasern hier. Oh, hier ist so Regenwaldkulisse. Das ist ja cool. Aber ich glaube, hier ist es gefährlich. Ja, wahrscheinlich sogar. Wir werden es herausfinden, wenn wir gleich wieder tot sind. Ich glaube, wir verlieren Mr. Green in dieser Folge auch noch. Oder nicht in der, vielleicht nicht in der Folge, aber spätestens in der nächsten. Ich kann meine Hose leider nicht reparieren, nur ein Hemd. Das ist sehr traurig. Ich glaube, mein Leder wurde mir geklaut, aber ich gucke gleich mal. Ich repariere jetzt mal das Hemd auf jeden Fall. So, dass ich wenigstens ein Hemd anhab, wenn ich schon keine Hose anhab.
Hemd kann ich auch. So, dann brauchen wir ja nur Leder, wa? Eines unserer leichtesten Übungen. Wir müssen nur was töten, Lisa. Ja. Wo bist du? Hier. Also ich habe schon wieder Hemd und Hose, nur meine Schuhe und Handschuhe und Hut und... Ach, da bist du. Okay. Wollen wir in den Wald gehen? Wollen wir mal gucken, was da gibt? Komm, wir gucken mal, was können es wir da machen. Gibt. Mr. Green ist ja da, der beschützt uns schon. Nimm mal die Metall ab. Sonst nicht mehr. Da vorne ist schon mal was. Ah, das sind kleine. Sind das Gompos? Nee, sind das Spukos? Ein Spuko. Ich glaube auch, ja. Und ein Schildi. Ich mag diese Geräusche. Mhm. Das mag ich total. Sind das ein, das, was hier rumfliegt, sind das Blätter oder? Ah, hier könnte ich. Pass mal auf. Glaubst du, wir sehen unseren ersten. Vielleicht nein. So, viermal Leder immerhin. Besser als nichts, oder? So. Oh, der Dodo will mit, glaube ich. Pech gehabt, Dodo, ich brauche Leder. Ja, wir wissen, du bist ein Akro-Vieh hier. Hörst du jetzt auf? Ich glaube, die kriegen das jetzt nicht mehr kaputt. Ich glaube, die kriegen das jetzt einfach nicht mehr kaputt. Weißt du, ich glaube, die hauen schon weiter darauf ein. Aber ich glaube, die kriegen es dann nicht mehr kaputt. Das heißt, man kann das selber... die Rohstoffe einsammeln. Hose. Reparieren. Oh, ich habe gleich wieder eine Hose an. Ein Träumchen. So. Okay. Na dann. Wo bist du nur? Wo ist Lisa? Da bist du. Hörst dich wieder normal an. Wieso? Habe ich mich nicht normal angehört? Nee, das hat... Du warst wie ein Roboter. Ich habe jedes Wort verstanden, aber das war echt... komisch. Okay, aber bestimmt Internet irgendwie rumgeleckt oder so, ja. Schluck auf oder sowas. Mm. Aber wäre doch cool, wenn wir vielleicht finden wir ja sowas wie eine Lichtung. Und wir kriegen jetzt auch mal ein bisschen was mit. Vielleicht finden wir eine Lichtung der oder ist Tyrannosaurus. Ja schön, guck mal. Schildi? Oder, hä? Ja, guck mal. Warte, ich bin hier runtergefallen. Ach, der hier. Der ist lila. Da ist übrigens ein lila pinker Dodo. Ach, wir können leider nicht so viele Viecher auf unserem Floß transportieren, ne? Das funktioniert ja leider nicht. Geh mal ein bisschen mit. Ja. Trizo. Mach das mal. Aber, guck mal, wir sind schon hier voll tief in the Wood. Wir sind todesmutig im Wald. Okay, hier stehen wir irgendwie. Ah, guck mal, da ist Strand. Ich wollte gerade sagen, da ist doch schon wieder Strand. Ja, wir sind, glaube ich, wir müssen mehr so nach da. Auf die Karte gucken. Ja, wir müssen Richtung Norden. Ich habe aber keinen Kompass. Das ist traurig. Wir müssen, glaube ich, einfach da hoch mal. Ach, da bist du. Was okay. Ist denn, Dodo? Ich folge dir. Was wir auf unserer Expedition noch erleben. Ich habe nämlich keine Uhr mit. Ich habe keine Ahnung, wie lange diese Folge schon geht. Deswegen beende ich sie jetzt. Was wir hier erleben, was wir noch sehen werden. Werden wir überhaupt noch irgendwas erleben? Das, man weiß es bei uns immer nicht so genau. Aber auf alle Fälle sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.